Wollen wir anfangen? Gerne, ja. Gerne. Brücke, okay. Erklär du diesmal bitte Quizduell. Ja, beim Quizduell geht es darum, dass wir auf der Seite Jetpunk ein paar Quizzes bekommen und die dann jeder für sich beantworten müssen. Am Ende der Zeit treffen wir uns wieder hier und der, der die meisten Punkte hat, gewinnt einen Punkt. Stimmt gar nicht. Der gewinnt in dem Fall 3 Punkte für sich. Der zweite dann 2, der dritte 1. Ansonsten werden die Punkte geteilt, wenn man gleich viele Punkte hat. Und am Ende finden wir raus, wer der schnellste Mensch, schlauste Mensch der Welt der Woche ist. So ist es. Geil. Erster Quiz, das wir spielen, ist moderne Wortkürzungen. Gehen wir rein. Falls ihr bei YouTube zuguckt, habe ich diesmal ganz bestimmt hundertprozentig und mit Ronny, der es vielleicht reinmacht, die ganzen Quizlinks in die Beschreibung unten reingehauen. Na, könnt ihr auch mitspielen. Lok. Lokomotive. Haha. Nenn einen. TikTok. Allgemeinwissensquizzes in Wien. Wie ist denn Wesk auf ihn gekommen? Naja, Lok ist die Lokomotive auf Lok. Einen Kita-Kindertagesstätte. Abonnement. Wie schreibt man Abonnement? Abonnement. Bahn. Straßenbahn. Universität. Tagesstätte, oder? Oha. Achometer. Da geht es jetzt darum, eben die Abonnenten mit Doppel-N. Moment. Diese Wörter eben zu vervollständigen, weil wir ja eben die Kurzform verwenden. Abi. Verband, oder? Verband, S-Bahn. Uni, Universität, Schiri, Schiedsrichter, Kuli, Kugelschreiber, Promi, Prominente, App. Applikation. Abonnement. Oh, scheiße. Abonnement? Ach, du meine Scheiße. Abonnement. Abonnement? Das sieht so alles so falsch aus. Abonnement? Abonnement? Information. Akku. Keine Ahnung. Deodorant. Foto. Fotografie. Auszubildender. Cabriolet. Ah, shit, was ist jetzt passiert? Cabriolet. Rad, Fahrrad, Aluminium. So, jetzt fehlt mir nur mehr das STGB. Das Steuergesetzbuch vielleicht? Nein. Strafgesetzbuch. STGB. Dino, Dinosaurier. Kripo, Kriminal, Polizei, Akku. Hä, warum graf ich nicht, was Akku ausgeschrieben ist? Ich hab einen Hänger, glaube ich. Trabi. Das ist Ossi-Scheiß, ne? Transportwagen. Fortbeiwagen. Scheiß drauf. Abonnement. Ich hab's ihm vorgeschrieben. Trabi. Trabi. Warum könnte Trabi stehen? Irgendwas mit Transport? Wofür steht Trabi, Leute? Keine Ahnung. Bahn. Ich hab keine Ahnung, Mann. Bahn. Akkumulator. Oh, das klappt sogar. Bahn. Bahn. Deutsche Bahn. Schade. Trabant, oder? Ja, okay, Bahn. Deutsche Bahn. Eisenbahn? Ah, lol. Geil. Okay. STGB. Irgendein Gesetzbuch. Eine Minute 40 noch. Gesetzblatt? STGB? Straßenverkehrs ist die STVO, ist die Straßenverkehrsordnung. Gesetzbuch. Es gibt's nicht. Weiß es irgendwer? Nicht reinschreiben, aber weiß es jemand? Bahn, Tacho und Akku. Lithium-Ionen-Akku. Hä, was ist denn Akku ausgeschrieben? Akupunktur. Ist was ganz was anderes, aber was soll ich denn machen? Akku-Batterie. Akku-Pack. Akku-Batterie. Ionen-Akku. Trabi. Transport. Sehen wir, Trabi heißt? Übersetzt. Ossi-Scheiße. Besser als eine Kutsche. Das Ding rennt heute noch. Früher war alles besser. Alles nicht, ne? Bahnnetz, Bahnverkehr, Bahnfahrt, Schnellbahn, Expressbahn, DB, Deutsche Bahn, Bahnverkehr, Bahn, Eisenbahn. Junge, Krise, ne? Akku, Motor, Akkuladung, Akku, na, kriege ich nicht mehr. Was ist Akku? Akkumulator, okay, wäre ich nie drauf gekommen. Ich will irgendwas mit Transport sagen. Und da muss doch irgendwo das B noch irgendwo herholen. Transport.
Bewegungsauto. Mittel. Trabant. Ah ja, okay, ja, 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 okay, 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 Leute. Trabant ist es. Trabant hätte ich wissen müssen. Also hätte man nicht wissen müssen, wann Trabant hätte man schon hinkriegen können. Das war ein ganz komisches Quiz, muss ich sagen. Aber mich würde jetzt wirklich interessieren, wie habt ihr euch getan? So im Allgemeinen besprechen wir jetzt. Darum geht's jetzt. Wie habt ihr euch getan? Wer will denn guten Anstieg. Ich habe mir richtig gut getan, aber es ist, ich sag's gleich, wie es ist. Ich glaube, dass ich Erster bin. Außer es hat jemand alles. Also ich habe nicht alles. Ich habe auch nicht alles. Ja, hast ich habe alles. Ah, David, das letzte Mal. Weißt du nicht, du hast Akkumulator. Ich habe es erraten, ja. Ich habe Akkumulator in meinem Leben noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich habe Akkumulator erraten und S-Bahn habe ich Tram eingegeben und da kam Stadtbahn. War auch geil. Ich habe 23. Ich habe auch 23. Ich habe 24. Weil, was machen wir denn jetzt? Oh, jetzt Wahnsinn. Jetzt kriegen die Punkte, die alle nicht. Also Philipp kriegt auf jeden Fall 3 Punkte. Und wir kriegen alle 1,5, oder? Ja, müssen ja, weil wir uns alle einen zweiten Platz teilen. Aber dann sind doch viel zu viele Punkte bei uns. Dann müsste doch, weil der zweite Platz gibt doch nicht 4,5 Punkte, oder nicht? Müsst ihr nicht die Punkte wir müssen uns, teilen? Wir müssen uns eigentlich 3 Punkte teilen, sprich jeder von uns kriegt einen. Weil wenn zwei Leute Zweiter und Dritter sind, sind das ja 3 Punkte insgesamt, deswegen 1,5. Sprich, wir teilen uns alle Punkte, die halt verbleiben und das sind 3, sprich, wir kriegen allein. Zweiter Quiz ist englische Songs mit einem Ort im Titel. Oh, yeah. Und da ist der letzte Platz wieder eingeloggt. Wie schön. Dafür gewinnst du das alles Set, Brücki. Ja, aber das ist Multiple Choice, Brücki. Na gut. The Devil Went Down to, keine Ahnung, Mexiko. Woke up in Russia. Woke up in Paris. Keine Ahnung. 5 Seconds of Summer. Ich kenne keine Songtitel. Don't cry for me, Argentina. Den Song kenne ich sogar. London Calling. Stranger in Paris. Streets of Portland. Streets of Birmingham. Keine Ahnung. Streets of Philadelphia, sagen wir einfach mal. Galway Girl, Belfast Girl. Ich rate gerade. Ich weiß es nicht. Kann man das theoretisch ändern? Nein, ne? Ach was. Das kann man ändern auch noch. Walking in Memphis. I'm walking in Memphis. Jesus just left Los Angeles. New York State of Mind by Billy Joel. Ich sagte, also das andere ergibt ja keinen Sinn, oder? Ja, wobei State of Mind, das hat ja nichts mit State zu tun. Kein Plan. Ich weiß gar nichts davon. Ich wusste bis jetzt kein... Oh ja, London Calling wusste ich. Is this the way, Amarillo, to Sacramento? Big in Japan tonight. Big in Japan, das kenne ich. One Night in Bangkok kenne ich. Bloodbus, Iowa oder so. And Lost in Spain. Ich war noch nie, ich wusste ja gar nicht, ich wusste wirklich nichts, nur geraten. Ich kenne Lieder, wenn ich sie höre, aber ich kenne die Titel nicht. Also ich habe die Hälfte geraten und dafür bin ich actually sehr happy. Woke up in Japan, London calling by the Clash, Jesus just left Los Angeles, nee, Chicago ist richtig, Amarillo und Lost in France. Voll cool, I don't mind. Bin ich komplett happy mit. Ich sag's, wie es ist. Ich habe original eins davon legit beantworten können. Bei dem Rest war es nur Gefühlssache, was ich genommen habe. Ja, wir waren es auch nur so 3 oder so, die ich kannte. Ja, One Night in Bangkok? Ah ja, genau, das war eins der wenigen, wo ich dachte, wo das Gefühl sehr stark war, aber ich war mir trotzdem nicht sicher. Ja, und Galway Girl von Ed Sheeran, aber der Rest dann war ja auch so, jupp. Hat euch denn euer Gefühl gut beraten, ist die Frage. Geht so. Ich hab nicht mal die Hälfte, ich habe 7. Aha, dann bin ich natürlich viel, viel besser als du mit meinen 8. Ich hab nur 6. Ja, die Musik ist mir im Blute. Ich hab die 10. Das ist einfach. Junge. Brückis Kategorie. Musik. Oh, je. Oh ja. Ja, sprich Brücki 3, Philipp 2, ich krieg 1 und Ryan kriegt 0. Nächster Quiz ist Buchstabenrätsel, Nummer 2. Ja. Yeah. Philipp, hat dich dein A-Z demotiviert oder was ist los? Du klingst so energielos heute. Nee, das ist aber meine normale Stimme, Vlesk. Ich weiß nicht, warum du mich jetzt so kritisierst. Ich will ein bisschen Lass den Mann doch depressiv sein. Lass den Mann doch depressiv sein. Nicht depressiv, mir geht's wunderschön. Ich habe ein tolles Leben, eine tolle Lebenspartnerin, Brücki. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Oh, bringst du jetzt die Lebenspartnerin ins Spiel? Also ich will, ja, weiß ich nicht, wollte ich einfach mal appreciaten, dass ich so eine tolle Freundin habe. Achso, kannst du ja auch mal machen. Ich appreciate eine tolle Freundin. Siehst du? Ich gehe jetzt im Buchstabenrätsel 2 rein. Lol, was die für Scheiße reden, ne? Aber die kennen sich halt auch schon ewig, ne? So, ich check das Quiz, glaube ich, noch nicht ganz. Weg bis zum letzten Wort. Die Antwort verändert sich immer um einen Buchstaben. Ah ja, okay, dann weiß ich schon Bescheid. Geld, Gold, Sportart, bei der man ein Hole-in-One Golf. Waldtier, das im Rudel lebt, ist der Wolf. Star Trek-Figur, Klingone, Sohn von Mork ist Wolf. Lolf, Wolf, Volt, Bola, Wolz. Keine Ahnung. Star Trek-Figur Klingone, Sohn von Mok. Worf. Gruppe der Helben, Welpen einer Hündin.
Wurf. Da ist wohl der Wurm drin. Turm. Turn. Muster, um mit der Umgebung zu verschmelzen. Was? Mustan? Giftige Pflanze mit Wedelblättern, nicht nah, fern. Was? Achso, fern? Da muss das Tern sein. Farm. Hä? Fahren. So. Boah, ich bin dumm. Stadt in der Schweiz, Bären. Haben manche Früchte in der Mitte Kern. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Keine Tüte, sondern eine Einkaufskorb. Stoffgewebe, Kord. Gewaltsamer, nicht natürlicher Tod. Mord, deutschen Unterzugang zu Ostsee und Nordsee. Textverarbeitung von Microsoft Word. Mehrere Buchstaben ergeben ein Wort. Nicht hier, dort. Pfeile auf Scheibe geworfen, Dart. Gesichtsbehaarung, Bart. Nicht weich, zart. Zart. Oh, nicht weich, hart, lol. Kinderbetreuungseinrichtung, zart. Nein, was? Kinderbetreuungseinrichtung, hart, auf hart, hort. Dritte Person Singular von holen. Ich hole, er sie es holt. Stopp, halt. Nicht warm, kalt. Und Disney, Walt. Man sieht den Wald. Bald? Was? Name? Balu? Vorname der Ministerin von Rheinland-Pfalz. Dreier. Boah, keine Ahnung. Wie heißt die? Balu? Salu? Halu? Kalu? Nalu? Malu? Oh, Malu. Mali? Pferdestute und Eselhengst. Alter, keine Ahnung. IA. Kreuzung aus Pferdestute und Eselhengst. Muli, Hunderasse mit Stehohren, ist ein Bulli, Tuli, Suli. Vorname des Carol, des Kerne und des Völler. Rudi, Moody. Wunderbar. Na, aber dadurch, dass... Also die Quizze sind sehr kreativ und geil, aber dadurch, dass immer nur ein Buchstabe anders ist, kommt man halt mit genügend Zeit auf alles zum Glück. Madi, Muli, Uli. Nee, Moody. Okay. Okay. Aber mit viel Klettern und Zittern haben wir es geschafft. War für mich das schwerste Wort, honestly. Wie heißen die Viecher? Rudi. Hunderasse mit Stehohren. Und das I muss gleich sein am Ende. Das I ist gleich. Das heißt, hier muss sich das A ändern. Oder Moody. Ah, lol. Das M ist gleich geblieben. Okay. Und dann hier. MA bleibt gleich. I muss gleich bleiben. Moody. So, geil. Vorname, Spitzname, Ministerpräsidentin von Rhein. Boah, wo soll ich das wissen? Alter! Dreier, Bali Dreier? Bali. Oh, come on. Vorname, Spitzname der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Kein Plan, Alter. Das, wisst ihr das? Die Deutschen unter uns? Ami, Tamu. Kein Plan, Alter. Dalu muss ja eigentlich dann sein. Ey, das ist bodenlos. Ich als Österreicher habe natürlich die Arschkarte gehabt bei Vorspitzname der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Kein Plan, noch nie gehört. Ja, du tust jetzt so, also... Das weiß jeder Deutsche, also wirklich. Ja, wir aber... Deutsche wissen das natürlich, dass das die Malu ist. Das wird in der Grundschule gelehrt bei uns. Aber ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber so bei diesen Auswahlfeldern und so kannst du immer mit Tab durchswappen oder kannst einfach draufklicken. Okay, ja, das wäre geil gewesen, weil ja. Land im Norden Afrikas hätte ich dann noch gewusst, Kreuzung, Pferd, Esel, Hengst hätte ich auch gewusst. Schade, egal, kann man nichts machen. Brücki, also Philipp wird alle haben, gehe ich von aus. Warum gehst du Brücki da nicht von aus? Also nicht? Brücki hat wahrscheinlich auch alle. Ja, ich habe auch alle. Ich habe auch alle. Ja, das heißt, wir teilen uns die Punkte. Ja, aber das ergibt keinen Sinn, weil jetzt teilen wir uns theoretisch... Ah, nee, wir teilen uns alle Punkte, ne? 3, 2 und 1. Ja. Das heißt, es sind 6 Punkte, jeder von uns kriegt 2. Ryan, du kriegst leider 0 bei dem Quiz hier. Ja, weil wir zu viele, Antworten haben. Ja, nächstes Quiz ist Geografie. An der Donau. Schön, bis gleich. Ja, also Flüsse, Gebirge, wisst ihr ja bei mir. Nicht meine Disziplin. Aber wir gucken einfach mal. Also Deutschland, kann ich schon mal sagen, ist Donau. Und die Donau fließt dann Österreich weiter. Was ist das für ein Kackquiz, Alter? Russland. Oh, schade. Deutschland, Frankreich, schade, Spanien, Österreich, Schweiz, Belgien, Ungarn, Tschechien, auch nicht. Nix Tschechien, Slowakei, ich schreibe mal mit W, ne? Slowakei, dann Bulgarien, oh, jetzt wird's schwierig, ne, nach Bulgarien, oh, was ist denn da hinten rum? Nein, Rumänien geht's hier nicht aus. Oh ja, oha. Im Schwarzen Meer und Georgien kann nicht sein, aber ich probier's. Was gibt's noch immer in dem Gebiet? Schweiz locker, nein.
Okay. Lichtensteiner sind scheiß. Ich bin echt müde, Leute. Okay. Was ist denn noch? Was gibt's denn da noch? Ich weiß nicht, was da Staaten sind, to be honest. Und was nicht. Wenn ich jetzt vor mir sehen würde, würde ich es eher wissen. So wird es schwieriger. Schweiz auch nicht. Ja, da bin ich schon überfragt. Wo fängt die Donau? Ja, aber die Donau fängt ja. Die Donau fängt doch in Deutschland an, oder nicht? Oder bin ich dumm? Russland. Was haben wir denn da noch? Ungarn. Rumänien. Bulgarien. Slowakei. Die bis nach Rumänien durchfließt. Aber ich bin mal an der Donau lang gefahren. So, Donauwörth und dann so Österreich. Österreich-Ungarn. Polen habe ich schon reingemacht, das ist Quatsch. Nordmazedonien. Ungarn, ach, Ungarn hatten wir schon. Rumänien. Oh, nice. Dann geht's da unten anscheinend lang. Kroatien. Aha. Boah, ich bin so schlecht, was die Länder da unten angeht. Serbien. Aha. Bulgarien? Ja. Weißrussland. Schade. Ukraine. So, Balkan kann ich überhaupt nicht, ey. Was gibt's denn noch? Das ist gerade ärgerlich, Rumänien. Was ist da hinten noch? Bulgarien, Rumänien. Ich komme nicht drauf. Mann. Ich bin lost. Ich muss doch viel mehr kennen. Vier noch. Shit. Tschechien geht's ja nicht aus. Nein. Was ist da hinten noch? Ich häng gerade komplett. Geografie ist eigentlich meine Stärke. Kompletter Bullshit, ich weiß es, aber bevor ich's. Was? Die fließt wirklich durch die Ukraine auch noch. Wer weiß, wo die lang fließt da. Die Donau. Puh. Ist genau in dem Bereich, den ich nicht. Also der, den ich jetzt nicht. Also dieser ganze Ostblock-Scheiß. Na, gib mir den Rest. Moldawien, Slowakei, Rumänien. Ist nicht mehr so schwer. Auf die hätte ich alle kommen können, aber wo die jetzt genau da liegen, der durchfließt, keine Ahnung. Hätte man wieder alle haben können. Hätte man alle haben können. Man hätte einfach alle Ostblockstaaten durchgehen müssen, ne? Slowakei und Moldawien, da wäre ich nie drauf gekommen. Serbien, Kroatien. Hä? Kroatien habe ich doch reingetippt, oder nicht? Donau fließt bis in die Ukraine. Oder grenzt an. Ja, nee, da war ich ein bisschen blöde leider. Da hätte ich schneller raten müssen einfach. Zu lange drüber nachgedacht. Ich glaube, ihr habt mehr alle, deswegen fange ich gerne an. Ich habe 7. Okay. Ja, ich habe wahrscheinlich dann zum drittmeisten. Ich habe 8. Vier, nee. Ich hab auch nur 7. Oh, lol. Ich habe lange drüber nachgedacht und habe dann gemerkt, oh, man hat ein bisschen wenig Zeit und habe dann halt nicht mehr geraten. Ich habe nämlich nur 6. Oha, habe ich so gewonnen. Ja. Krass. Aber ich habe Slowakei und Moldawien wäre ich auch nie im Leben noch drauf gekommen. Also, da hätte ich noch 20 Minuten Jahre dran. Also Slowakei wusste ich als Österreicher, weil ja Nachbarland auch und so. Und die Donau fließt ja auch durch Wien und Slowakei ist ja dann nur mehr 50 Kilometer entfernt. Aber Serbien, Moldawien und Kroatien hatte ich gar nicht am Schirm. Und die Ukraine habe ich gezockt und dachte mir so, what the fuck, wirklich? Bei der Donau wusste ich auch. Also wusste nur Deutschland, Österreich und Ungarn, weil ich mal so mit dem Fahrrad so Donautour gemacht habe. Den Rest habe ich geraten, dann war die Zeit auf einmal weg. Super. Das heißt, ich kriege 0, Philipp kriegt 3 und ihr beide teilt euch 1,5. Ich 100.000 Euro gegengewettet, dass ich hier Erster werde, Alter. Als nächstes haben wir ein Tierquiz. Ja, Tiere mit lustigen Namen 1. Okay. Ja, genau. Hey, warum Philipps moppig ist heute? Der klingt so niedergeschlagen. Tiere mit lustigen Namen, das wird ein Ratequiz. Da habe ich wahrscheinlich also gar keinen Plan. Rosa Löffler. Habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Ich würde da vom Kaninchen ausgehen, dass die Löffel die Ohren sind und die sind rosa. Rosa Löffler. Es klingt zu sehr nach dem Kaninchen, oder? Das ist ein Vogel. Der löffelt Wasser aus irgendwelchen Baumrinden und ist rosa, call ich. Heilige Pillendreher. Käfer. Waldbrettspiel. Schmetterling. Stumpfnase ist ein Fisch. Palmendieb. Klingt mir nach einem Affen. Waldbrettspiel. Libelle, Vogel, Schmetterling, Waldbrettspielbälle, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Stumpfnase, boah, Affe oder Fisch, Schlange würde ich nicht sagen, ich sage ein Affe. Almendieb, das kann ja nur Almendieb. Weißt du was, ich gehe bei Stumpfnase jetzt doch auf Fisch und gehe hier auf den Affen. Ich stelle mir das an Affen vor, der raufklettert. Stumpfnase, ich call Schlange, die haben so eine Haube vorne, die so stumpf zuläuft und dann so eine Schweinenase haben. Der Palmendieb. Das ist ein Krebs und der baut nämlich unter dem, also quasi an den Wurzeln der Palme, baut der seine Legenester und deswegen werden verschwinden Palmen vom Strand, weil die nämlich darunter leiden. Klingt toll, oder? Schokoladenfruchtzwerg. Wer denkt sich sowas aus? Schokoladenfruchtzwerg. Ein Fruchtzwerg wird irgendwas sein, was an der Schokoladenfrucht hängt. Also Kokos, nicht Kokosnuss, sondern Kakao, so eine Kakaofrucht. Was könnte Zwerg sein? Ein Kakaofalter, ein Käfer? Ich sag einfach Käfer. Vielleicht aber auch eine Fledermaus, wer weiß. Schokoladenfruchtzwerg. Was? Wie? Alter,
Ey, das ist sicher ein Falter. Ein Schokoladenfruchtzwerg. Fuck my life. Taubenschwänzchen. Alter, eine Heuschrecke. Heuschrecke. Nee, Falter. Kann das auch doppelt vorkommen? Das wäre ja mal Schokoladenfruchtzwerg. Eine Fledermaus auch sein. Eine braune, dunkle Fleder. Komm, dann mache ich so Falter hier. Der Sekretär ist ein Vogel, glaube ich. Wandelnde Geige, das ist eine Fangschrecke. Der lachende Hans, Junge. Hyäne ist zu naheliegend wegen dem Lachen. Ich sag, das ist ein Eisvogel. Wandelnde Geige, das ist eine Fangschrecke. Ist ja ganz klar. Der lachende Hans ist eine Hyäne. Die grüne Meerkatze, ein Altweltaffe, glaube ich. Meerwalnuss, das ist eine Muschel mit einem besonders harten Panzer. Grüne Meerkatze ist der Altweltaffe. Das weiß ich, glaube ich, sogar. Das müsste doch der Altweltaffe sein. Meerkatzen sind doch Äffchen, oder nicht? Meerwalnuss, keine Ahnung. Eine Qualle wegen dem Hirn oder so. Sanddollar ist eine Koralle bestimmt. Der Schleimkopf ist ein Fisch und der Vielfraß ist ein Marder, oder nicht? Grüne Meerkatze. Ich glaube, es ist immer das, was am abgespaceden ist. Weil, guck mal, wenn es jetzt ein Beuteltier wäre, dann wären die Optionen, die man raussucht, zum Baiten eine Katze. Aber Altweltaffe würde man nicht raussuchen. Deshalb glaube ich, dass grüne Meerkatze ein Altweltaffe ist. Weil das ist so etwas, das würdest du jetzt nicht als dritte Option, wenn es das nicht wäre, nehmen. Wisst ihr? Pass mal auf. Ändert euch mal an die Logik gleich. Meerwalnuss. Hier können wir das leider nicht anwenden, ne? Guck mal, Walnuss, Gurke, Bait. Muschel? Nee, Seegurke ist es. Ist zu abgespaced. Du hast Seegurke und hast so andere Sachen. Muschelqualle kommst du auf, aber Seegurke würdest du nicht nehmen als dritte Option. Der Sanddollar ist eine Seegurke. Die liegt so am Boden und dann denkt man so, ey, ich habe einen Dollar gefunden. Und dann greift man in eine Gurke rein. Schleimkopf. Das war ich bei der Wohnungsbesichtigung. Und ich bin ansonsten auch ein ganz schöner Fisch. Der Vielfraß ist ein Marder. Und dann sag ich einfach ein Bär, weil das passt auch zu mir. Let's go. Seegurke hatten sie jetzt im letzten als richtige Antwort. Jetzt haben sie es als Bait-Antwort mitgenommen. Dann noch Seeigel dazu, aber es ist die Koralle. Passt auf. Der Schleimkopf. Schnecke wegen Schleim ist Bait. Fisch, ich sag das Frosch. Der Vielfraß, das ist ein Marder. Vielfraß ist ein Marder, oder? Eins kenne ich, dass ich... Aber was sind das für Quizzes, Alter? Das ist ja richtig heftig hier. Ha, was? Der rosa Löffel ist ein Vogel und kein Kaninchen. Bodenlos. Ich habe nicht einmal das oben angeklickt, oder? Doch, einmal. Deswegen ändere ich das jetzt noch hier. Der Sekretär ist jetzt... Krokodil klingt so dumm. Schokoladenfruchtzeug ist jetzt eine Fledermaus. So. Und das Waldbrettspiel ist ein Schmetterling. Excuse me? Ich wusste einfach alles. Hä? Und die beiden habe ich gerade angepasst, weil ich mir dachte, ich habe zu selten die erste Auswahl angeklickt. Und ich habe beide getroffen. Oh mein Gott, ich habe komplett reingesmurft. Ja, wäre ein Maler gewesen. Naja, aber das war richtig. Schön. Guck mal, wo ich recht hatte. Ein Vogel, cool. Ein Käfer, cool. Ein Schmetterling, cool. Der Affe war es hier. Ich bin jetzt schon wieder bei 10 von 15. Das ist, glaube ich, ziemlich stark. Man muss nämlich wieder sehr viel raten. Da ist natürlich der Krebs. War doch logisch. Klar, Fledermaus. Sicher Falter. Na klar, das wusste ich actually. Sekretär wusste ich. Ein lachender Hans ist eine Eisvogel, nicht die Hyäne. Ich dachte, es anders zu wissen. Altweltaffe, yo. Eine Qualle ist eine Meerwalnuss. Seeigel. We take those, Freunde, we take those. 9 von 15. Sitter, Altweltaffe einfach ausgesmartet, Leute. Bei solchen Quizzes immer, wenn eine abgefuckte Sache dabei ist, immer die nehmen, weil das ist ja, der Quizersteller würde ja nicht auf die abgefuckte Sache kommen, wenn das nicht die Antwort wäre. Ne? Seegurke, Seegurke war andersrum, ja, leider. Nee, es war einfach beides zweimal falsch. Ja, gut. Ich dachte, lachender Hans wäre eine Hyäne, to be honest. Ja, aber das ist ja wieder der Bait gewesen. Ja, absolut. Ich glaube, da waren viele Baits drinnen. Ja, die haben immer den Namen genommen, dann irgendein Bait dazu genommen und der ist es einfach nicht gewesen. So wie beim rosa Löffel. Ich dachte mir so, Alter, das ist bestimmt ein Kaninchen. Jeder außer einer, wo ich kann jetzt leider die Stimme nicht ganz zuordnen. Philipp, wie viel hast du denn richtig? 14. Oh, das ist nicht dein Ernst. Nein, habe ich nicht. Ich hab nur 9. Sau. Boah, 14 wäre stramm gewesen, Alter. 14, da wär frech gewesen. Ich glaube ich, nur eins gewusst. Ich glaube, ich kannte nur Vielfraß sonst. Sekretär kann ich noch fünf. Ja, Sekretär habe ich auch irgendwie ein großes Gefühl gehabt. Aber, was war das Sekretär? Ich wusste es nicht. Aber Vogel. Ja. Also ich habe 7 auf jeden Fall. Ich habe 10. Irgendwann gute Besserung. Ich habe 13. Ich habe richtig reingelackt. Das heißt, jetzt bin ich schon wieder Letzter. Jetzt sieht es langsam bodenlos. Ja, ich krieg 3. Philipp, du hattest wie viel, Philipp? Ich hatte nur 9. Ja, das heißt, Brück 2, Philipp 1 und Ryan, du kriegst nochmal 0. Okay, Spiel des Jahres anhand Spielplan. Brettspiele. Insane. Ja, wir gehen rein. Oh, Brettspiele. Oh, gut, ja. Brettspieler kenne ich mich natürlich gar nicht mit aus, Leute. Da bin ich ja mal ordentlich raus. Liste unvollständig von neu nach alt. Okay. Dann fangen wir bei alt vielleicht an. Kein Plan. Keine Ahnung. Nie gesehen. Siedler von Catan. Der Brettspiel ist natürlich heftig, ne? Kann alles sein. Magischer Magic. Keine Ahnung. Irgendwas Magisches bestimmt.
Was ist denn, wenn wir hier sagen Zauberer? Zauberer. Dune. Wüste. Kamel. Leon. Wie heißt nochmal der Einhörige? Ist es das Dromedar? Sultan. Dann nicht. Brettspiel bin ich ja so raus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kenne nicht ein einziges Chat. Ich sag euch, wie es ist. Ich spiele keine Brettspiele. Ich kenne halt Monopoly und Risiko, aber sonst. Ich kenne legit nichts eins davon. Also wirklich nicht all einziges. Ich kann nicht mal raten. Einzige Brettspiel, was ich kenne, ist Siedler von Catan, oder wie man das schreibt. Ist das dabei? Ja, geil, okay. Das war's dann auch. Ah, okay, das ist heftig. Das ist heftig. Boah, Brettspiele bin ich ganz schlecht. Was war das? Oh, wie hieß das? Das ist dieses Scotland Yard. Scotland Yard, oder? Oh, shit. Wie hieß das? Das ist doch das. Ich kenne das, habe ich doch gespielt. Heißt das nicht Scotland Yard? Catan. Catan nimmt er mal nicht. Die Siedler von Catan. Nimmt er mal nicht. Catan. Siedler. Warum nimmt er das nicht? Das ist eindeutig Siedler von Catan. Ist mich verarschen oder was? Ist das wieder Englisch? Nee. Alter. Jetzt, was ist hier los? Risiko. Eins davon ist Risiko. Pass auf. Was ist das hier? Ist auch nicht Risiko. Was davon ist hier? Was ist hier Risiko? Anscheinend nichts. Keine Ahnung. Was soll das hier sein? Parlament. Europa. Parlament. Stuhlkreis. Das sieht nach Siedler aus, oder nicht? Siedler? Die Siedler? Ist das nicht die Siedler? Ay, caramba, mes amigos. Das ist Incognito, oder nicht? Holy shit. Das die Siedler? Oh mein Gott, bitte. Das kenne ich doch auch irgendwo her, oder nicht? Märchenwald, Märchen, Prinz, Retten, Queen, Lost. Kenne ich überhaupt irgendein eins hiervon? Sieht aus nach Kaiser, König, Mittelalter. Also ich spiele gerne mal ein Brettspiel, so ist es nicht, ne? Aber ich kenne mich anscheinend wirklich nicht so gut aus. Das hier ist Siedler. Aber hieß das nicht die Siedler? Siedler? Nein? Das ist es doch. Safe. Oder heißt das Anno? Siedler? Es heißt doch Siedler. Scheiße, ey. Brettspiele sind eigentlich geil, aber ich spiele nie Brettspiele. Das hier kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Sonst kenne ich leider keins. Das wird eine Enttäuschung. Es tut mir leid, Chat. Du bist doch dreist, solltest du inzwischen wissen. Ja, weiß ich nicht. Was? Was ist los mit euch? Warum nicht? Hä? Warum bin ich nicht im Richtigen? Ich hab das da aufgemacht. Ich kriege ja den Link über Discord. Wenn das Richtige fällt. Ach so, lol. Oh mein Gott. Warum? Das ist doch so dumm. Vorher ging das doch auch. Okay, warte mal. Scotland Yard. Nee, warte mal. Dann gehen wir da runter. Catan. Hä, ich check's ja nicht. Warum muss ich manchmal ins Feld und manchmal nicht? Egal. Was ist das? Das ist Scotland Yard. Scotland. Okay. Aber ich kenne die meisten Spiele eh nicht. Das ist eh scheißegal. Das hier sagt mir auf jeden Fall was. Carcassonne. Aber nicht so, sondern so. Eins davon wird doch Carcassonne sein, oder nicht? Das ist irgendein Name, den ich im Kopf habe. Den copy-paste ich da jetzt einfach überall rein, ist mir egal. Und dann nochmal mit einem N weniger. So vielleicht? Scheint auch falsch. Ja, da werde ich auf nichts kommen, weil ich kein, also das, ich spiele halt keine Brettspiele. Das ist Café International. Cool. Das könnte in Nito sein. Nein, das ist irgendwas mit Märchen, ne? Märchenprinz. Wunderwald. Das klingt nach 1945, 1918, Weltkrieg. Ach du Scheiße. Ich hab eins. Und das hier ist aber doch, das heißt die Siedler. Quite sure. Bin ultra sicher, dass es irgendwie Siedler heißt. Die Siedler. Das kenne ich sogar. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das war irgendein Puzzle. Da kam das vor. Warte mal kurz. Was haben wir da? Eigentlich könnt ihr fast reinschauen, was wollt, merke ich gerade, weil ich bin eh voll im Stress hier. Kennen diese Spiele alle nicht? Kennen sie die Spiele, Leute? Das ist von Mattel. Da sind ganz viele Stühle. Stuhlversammlung. Stadtplaner. Planer. Risk. Risiko. Alarm für Cobra 11. Ja, also da weiß ich jetzt echt nicht, was ich machen soll, weil da ist ein Hase und ein Igel. Hase und Igel. Ja! Ich hab einen! Drunter und drüber, Scotland Yard. Nee, sagt mir alles nichts. Sagt mir alles leider gar nichts. Ich hab nicht mal Siedler von Catan gespielt bisher. Micro Macro Crime City. Eigentlich sind Brettspiele was Geiles. Ich muss auch mal mehr Brettspiele spielen. Siedler von Catan ist dem wichtig. Ja, von Catan kam ich fairerweise nicht drauf. Kamel hat er nicht genommen, aber es war auf jeden Fall was mit dem Kamel, ja. Azul, Micro Macro Crime City, Zug um Zug, Tikal. Drunter und drüber, okay. Hase und Igel, Sagerland. Sagerland kenne ich auch noch. Den Yard, El Grande, Dampfrost.
Das war eine Katastrophe. Micro, Macro Crime City Azul, Camel Up, Kingdom Builder, Zugumzug, Tikal Elfenland, El Grande, drunter und drüber, Kaffee International, Heimlich und Co., Dampfrohr, Scotland Yard. Okay, scheiße, Scotland Yard. Kenne ich sogar. Das hatten wir auch öfter mal gespielt, aber bin ich nicht drauf gekommen. Ich spiele ultra gerne Brettspiele, aber das sind die, ich habe davon so viele noch nie gehört. Ich habe weder gehört noch gesehen, also jetzt auch, wo ich den Namen sehe, denke ich mir so, was ist das? Ja, mir sagt habt ihr keine Brettspiele als Kind gespielt, oder was? Doch, aber das sind ja alles neuere Spiele auch. Und wir haben ja, und da, ich habe auch nicht das gespielt. Also es gibt ja sehr, sehr viel mehr Brettspiele als das. Oh. Und dann sind das ja auch nicht wirklich Kinderbrettspiele, oder? Bei uns war das immer egal, also ich habe mit 4 Jahren auch schon Scotland Yard spielen müssen. Deswegen bist du gut in Among Us, ne? Richtig. Da hat man immer so einen Notizblock gehabt, da musste ich so Sachen aufschreiben. Fang wieder gerne an, ich habe genau eine 1 und ich kannte 2. Ich zieh da mal mit und ich sag auch, ich habe 1. Also ich habe 2. Und jetzt hat Fleska mit alle. Ich hab keine Ahnung. Ich hab Siedler von Katan und Hase und Igel, weil dann Hase und Igel drauf waren. Oh, du hast mich jetzt richtig hart gehabt. Ja, ich dachte, du hast jetzt überhaupt keine Ahnung. Dinger, so. Ja, also Scotland Yard habe ich wirklich öfter mal gespielt, so als Kind. Oder zumindest, wir hatten das Brettspiel und ich habe die Schachtel aufgemacht und habe so getan, als ob ich spielen würde, glaube ich. Das sagt mir vom Layout auch was, aber ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Petition, dass wir mal einen Brettspielabend machen, ne? Auf jeden Fall, ja. Also auch machen dann mal, ne? Nicht nur ja sagen. Okay, dann plan doch. Ja, lade doch schon Leute ein. Hast du Bock drauf, hast du gesagt? Ich hab nicht meine Wohnung. Natürlich hast du eine Wohnung. Ja, aber keinen Tisch. Hattest du nicht eine Wohnungsbesichtigung die Tage? Ja, aber ja, und da bewerbe ich mich drauf. Und wenn die steht, dann lade ich euch zu allem ein. Geil. Dann gucken wir Fußball, wir machen Brettspiele. Boah. Wir haben geilen FC Sex. FC Bayern, Stern des Südens. Darf ich dann bei dir übernachten mit dem Pyjamas untergehen? Sehr gerne, ja. Geil. So, Ryan und ich, wir teilen uns 3 Punkte. Sprich, wir kriegen 1,5. Und Philipp und Brücke kriegen jeweils 0,5. Okay, nächste ist tierische Redewendungen. Lieber ein Spatz auf der Hand als ein Elefanten auf der Hand. Redewendungen, Freunde. Ein Streamer redet den ganzen scheiß Tag. Das krieg ich wohl hin. Die Katze im Sack kaufen. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Da geht auf keine. Es geht auf keine Kuhhaut. Der Hase im Pfeffer. Hier liegt der Hund begraben. Das Pudelskern. Bärendienst erweisen. Bekannt wie ein bunter Pudel. Und? Hier liegt der Hund begraben? Ja. Des Kerns. Oh, das ist so naheliegend, aber dann kommt man doch nicht drauf. Jemanden einen Dienst erweisen? Jemanden einen, mein Gott, bekannt wie ein bunter Specht? Eine Kröte schlucken, Grot. Kröte, ne? Ich kenne das nur, eine Grot schlucken. Eine schlucken. Schwalbe. Keine Ahnung. Es zieht wie Hühnersuppe. Jemanden einen Bären aufbinden. Kleinvieh macht auch Mist. Hunde, die bellen, beißen nicht. Sehr viel Hund hier. Des Pudels Kern, ne? Hier mit einem Bären. Es sieht wie Hechtsuppe. Hier mit einem Bären aufbinden. Kuh macht auch Mist. Kleinvieh. Hunde, die bellen, beißen nicht. Wie ein Elefant. Hummeln im Bauch haben. Nee, Schmetterlinge. Aber ich schwöre, ich hätte Hummeln im Bauch schon. Nachts sind alle Tiere. Alle, was sind denn farbenfrohe Tiere? Alle Bienen, alle Hasen, alle Kaninchen. Nachts sind alle Katzen grau. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Jemanden zur Sau machen. Was? Jemanden zur Sau? Ist doch jemanden zur Sau machen, oder nicht? Das war für die Katz. Laus, fleißig wie eine Biene. Schmetterlinge im Bauch. Hummeln im Bauch, Hummeln aber im Hintern, ne? Die kommen aber sicher auch noch. Nachts sind alle. Oh, wie geht es? Nachts sind alle. Bären, ne, Hunde, ne. Jemanden zur Sau machen. Was? Jemanden zur Schnecke machen. Geht auch. Mach ich da? Schnecke. So. Einen. Was hat man einen? Kohldampf. Was? Was? Das war für die Fisch. Fische. Warum geht das nicht? Das war für die Fisch, war das? Hallo? Die Sau rauslassen. Einem alten Hund neue Tricks beibringen. Frosch im Hals haben. Klappe zu, Affe tot. Okay. Also die Hunde haben wir, pass auf, den Hund zum Gärtner machen. Da liegt der Hund im Pfeffer. Da liegt der Hund begraben. Des Hundes Kern. Eine Hündin schlucken. Es zieht wie Hundesuppe. Okay, es ist kein Hund mehr. Kein Hund mehr hier. Jemanden zur, keine Ahnung, machen. Eine schlucken. Eine Kakerlake. Nein. Katze. Maus. Jemanden zum Schwein machen. Zur Sau machen kenne ich nur. Jemanden zur, weiß ich nicht, nachts sind alle Schweine grau.
den zum Gärtner machen. Ich hätte so gesagt, einen Maulwurf oder so. Den Marder, den Käfer. Zum Gärtner machen. Vogel, den Vogel schlucken. Den zum Gärtner machen? Das sieht wie Hechtsuppe. Jemanden zur Sau machen. Einen Kater haben. Ah, den Hund, Kater, Hahn, Vogel. Jemanden zur Sau machen. Schwein. Hä? Den zum Gärtner machen habe ich noch nie gehört. Eine schlucken. Keine Ahnung, was schluckt man? Klappe zu? Ich tot. Nein, keine Ahnung. Ich tot? Nein, wir sagen was anderes. Egal, ich gehe nochmal alle durch. Das geht auf keine. Den Spruch kenne ich, aber mir fällt es nicht ein. Das geht auf keine. Haut, okay. Den Spruch habe ich noch nie gehört. Das. Kern. Komm, das ist, wenn ich es dann lese, denke ich mir so, wie konnte ich das nicht wissen? Jemanden einen Dingdienst erweisen. Bekannt wie ein bunter. Kein Plan. Zieht sich wie Kloßbrühe, kenne ich. Kloßsuppe? Kloßbrühe? Nein, das kann ja nicht sein, oder? Was für Rede? Die sind immer noch bei Tieren, was rede ich? Den Schaf zum Gärtner machen. Da liegt der Floh im Pfeffer. Keine Ahnung. Des Löwenskern, Bärenskern, keine Ahnung. Eine Flunder schlucken. Eine Fliege schlucken. Es zieht wie Fliegensuppe. Hundesuppe. Katzensuppe. Eine Katze schlucken. Da liegt der im Pfeffer. Der Ochse im Pfeffer. Der Affe im Pfeffer. Den. Wen zum Gärtner machen? Den Kater zum Gärtner. Den Bock. Den Bock zum Gärtner machen. Schnecke vielleicht? Ja, Schnecke. Eine Katze schlucken. Wanze schlucken. Kröte schlucken. Kröte! Geil. Jetzt noch den zum Gärtner machen. Maulwurf. Affen. Stier. Hab ich noch nie gehört. Marder. Igel. Oh, Igel wäre vielleicht noch geil gewesen. Was gibt's denn noch so in so einem Garten? Wer hätte das irgendwas damit zu. Ich hätte jetzt so einen Maulwurf gedacht, aber also das gibt auch keinen Sinn. Alter! Schlafende Hunde. Schlafende Hunde? Das habe ich vorher gar nicht gelesen. Einen im Tee haben. Nee, einen Kater haben. Ein Vogel geht natürlich auch. Das war für die. Das war für den Hugo, das war für die Fisch, das war für die Katz. Geht auch. Aber ich sag Fisch. Das war für die Fisch. Aber Katz geht natürlich auch. Einem alten. Gaul, im Galten. 4 Sekunden neu, ja, das war's jetzt, glaube ich. Eine Kröte schlucken, es zieht wie Hechtsuppe, des Pudels Kern und da liegt der Hase im Pfeffer und jemanden zu Schnecke machen. Ach, zu Schnecke machen, ja, okay. Schnecke machen von mir aus. Beim Rest war eh. Zur Dreckssau machen. Schnecke, natürlich. Den Bock zum Gärtner machen, noch nie gesehen. Eine Kröte schlucken, okay. Nachts sind alle Katzen grau. Habe ich Katzen nicht eingegeben? Ist okay trotzdem, aber. Schnecke hätte ich, zu Schnecke machen, hätte ich wissen müssen. Und Kröte schlucken. Ja, das sind auch, die Dinger sind noch drin. Bin echt gespannt, was da rauskommt. Den Bock? Was heißt das, Chat? Den Bock zum Gärtner machen? So, jetzt mal ganz kurz, ja. Mein Chat rastet gerade komplett aus. Aber ich hatte vorher die ganze Zeit bei. Das war für die Katz, ja. Ich bin dann schlussendlich noch draufgekommen. Aber jetzt will ich eure Meinung wissen. Ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, das war für die Fisch. Kennt ihr das auch, oder nicht? Fisch? Nee, das ist so ein Österreicher-Ding wahrscheinlich. Aber das gibt's nicht. Ja. Ich habe das schon tausendmal verwendet, schon tausendmal gehört. Und sogar meine Österreicher im Chat sagen so, nö, Katz. Der, was ist jetzt los? Ja, ja, das war für die Katz. Das war für die Fischer, ja nie gehört. Alter, okay, ja gut. Genauso wie den Bock zum Gärtner machen. Das habe ich auch noch nicht was gehört. Was zum Fick ist das? Wenn man den Unorganisiertesten im Team zum Chef macht, dann macht man den Bock zum Gärtner, schreibt Lemon Knight in meinem Chat. Aha. Ich habe 23. Nur 23, ja. Sagt er. Brücki, streng dich mal ein bisschen an einfach. Das ist ja, peinlich, Mann. Ja, peinlich, peinlich. Ich habe 22. Oha, ich ja, habe 26. Ernsthaft jetzt? Ich habe einfach 18 nur, ey. Das heißt, Brücki, nee, warte, Philipp kriegt 3, Brücki 2, ich krieg 1 und Ryan kriegt 0. Ja, super. Nächste, was wir spielen werden, ist verpixelte Filmplakate. Oh ja, na gut, dann bis gleich. Auch wieder von Tina. Verpixelte Filmplakate klingt cool. Das sind auch deren paar, die ich auf jeden Fall kenne. Ich sehe hier zweite Reihe, Nummer 3, Kevin allein zu Hause. Und ich sehe direkt The Dark Knight, glaube ich. Batman, Dark Knight Returns. Ist doch irgendwas Batmaniges, oder nicht? Terminator, da unten. Okay, zurück in die Zukunft. Herrlich. Ja, das Schweigen der Lämmer. Kevin allein zu Haus. Hunger Games. Der Schuh des Manitou. Weißer Hai oder sowas? Rocky? Nee, was ist das hier? Das sieht irgendwie aus wie Rocky.
Der Schuh ist Manitou, keine Ahnung. Das ist Kevin allein zu Hause. Das ist Avengers, Kill Bill oder so. Das hier sieht aus wie Catwoman oder sowas, Alter. Catwoman. Das sieht nach Star Wars aus. Aber welcher? Harry Potter und der Stein der Weisen. Matrix. Oh, Matrix. Aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich kann keinen Titel nennen. The Matrix. Ah, oh, er hat es schon genommen. Ach, hat er schon übernommen. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Das ist The Pursuit of Happiness. Wie heißt das auf Deutsch? Oh, ich kenne manche Filme nur mehr auf Englisch. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, glaube ich. Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Natürlich nicht, Alter. Forrest Gump auf seiner Bank. Und Matrix ganz rechts. Und Lord of the Rings, der Herr der Ringe, die drei Türme. Die Rückkehr des Königs. Und das hier ist, findet Dory oder findet Nemo? Lara Croft, nee, Tomb Raider, Saw, nein, Terminator, Matrix, Indiana Jones, Safe oder nicht? Ah ne, der verlorene Schatz heißt es, ne? Der Suche verlorenen Schatz. Scheiße. Das hier ist E.T.? Was soll das denn sein, Alter? Keine Ahnung. Jurassic Park? Shrek, Barbie. Okay, das reicht lange nicht, um das zu gewinnen. Sieht noch ein Horrorfilm aus. Das Schweigen der Lämmer. Ha! Barbie. Was haben wir da? Jurassic Park? Jurassic Park? Ist aber schon beachtlich viel für meine Verhältnisse tatsächlich. Das ist doch Arnold Schwarzenegger. Ist es Terminator? Terminator? Ja, geil. Was haben wir da? Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ist es nicht Pulp Fiction? Yes! Was ist das? Oh, das ist natürlich das Schweigen der Lämmer. Ey, da weiß ich viel mehr, als ich anfangs dachte. Tomb Raider. Tomb Raider hier. Und hier unten ist Indiana Jones. Indiana Jones. Oder? Scheint nicht. Der weiße Hai. Und das hier ist doch Pulp Fiction, oder nicht? Ich weiß nicht, warum ich das weiß, aber das ist auch so ein richtig bekanntes Filmplakat, glaube ich. Keine Ahnung, was das ist. Back to the Future oder so? Krass. Die Mumie, Forrest Gump, Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Doch, so heißt das. Mann, du kleiner Wichser. Harry Potter. Na, komm schon. Und der Stein der Weisen. Ah ja, mehr Filme hätte ich ja nicht gekannt. Pulp Fiction. Oh mein Gott! Ich bin so geil, Junge. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ist sogar richtig, Alter. Krass. Ist das hier... Warte mal, ist das Fluch der Karibik? Nee, oder? Nee. Kann mal James Bond noch eingeben, vielleicht. Das sieht aus wie so ein Hundegesicht hier, Alter. Warte mal, ist das hier Pulp Fiction? Let's go. Das hier sieht auch sehr so 80s-mäßig aus oder so. Nee, jetzt bin ich langsam raus. Das könnte ich noch kennen, sag mal was. Pursuit of Happiness, glaube ich, hieß das. Das Streben nach Glück heißt. Das Streben nach Glück. Nein. Forrest Gump? Ja! Das sagt mir auch gar nichts, leider. Keine Ahnung. E.T. Das ist auch... Das ist heavy. Also was soll das denn sein? Keine Ahnung. Titanic. Indiana Jones. Er heißt doch Indiana. Indiana Jones und die verlorene Stadt. Ich weiß nicht, wie die Jones Indiana. Keine Ahnung. Was könntest du sein, though? Wally. What are you? Es ist schon Star Wars, oder nicht? Imperium schlägt zurück. Clone Wars. Krieg der Sterne, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nein. Den kannst du vergessen. Nicht mit mir. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist nicht okay, dass wir hier Rückkehr der Jedi hattest. Du, richtig. Aber Star Wars Rückkehr der Jedi hatte ich. Und es kann nicht, also das kann nicht sein. Es ist nicht okay. Das kannst du mir erzählen, dass wir Krieg der Sterne schreiben müssen. Das ist Bullshit. Titanic. Hä? Welches? Das ist Titanic? Das sieht aus wie ein scheiß Hund. Okay, der war lucky. Was haben wir? Kriegen wir den auch noch irgendwie raus? Vielleicht Rocky oder sowas? Rocky? Nee. Terminator. Ach, haben wir schon. Scheiße. Das hier sieht irgendwie voll aus wie Angelina Jolie, aber ich habe keine Ahnung, was für Film die spielt. Das hier ist Indiana Jones, aber die Mumie. Der letzte Kreuzzug. Tomb Raider. Zurück in die Zukunft.
Oh, zurück in die Zukunft habe ich so geguckt. Scheiße. Ja, weißt du, da werde ich nie drauf kommen. Zurück. Oh! Die Route von Panem kenne ich zwar, aber hätte ich nicht erkannt. Schuh des Manitou. Nein, das kenne ich nicht. Also, ich kenne den Film, aber nicht das Logo. Die Avengers werde ich nie drauf kommen. Psycho Tomb Raider hätte man drauf kommen können. Krieg der Stern. Was? Ich sag Star Wars, aber hätte man die Rückkehr der Jedi-Ritter, hätte ich den ganzen Titel hätte ich niemals gehabt. Indiana Jones, weil er den ganzen Titel will. Kein Plan. Kein Plan. Die Rückkehr der Jedi-Ritter, okay. Psycho, die Tribute von Panem. Fuck, ich hätte mir sogar gedacht, das ist Hunger Games wahrscheinlich. Das hier ist Avengers, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe da nie drauf geklickt tatsächlich. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und die Mumie. Okay. Ja, ich war trotzdem ganz okay, denke ich. Man musste schon wieder sehr, sehr genau schreiben, ne? Also Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter zum Beispiel, war nicht okay. Aber Krieg der Sterne, also das ist einfach dumm. Aber ja. Doch, Star Wars, Rückkehr der Jedi-Ritter ging. Habe ich auch eingegeben. The fuck? Wieso ging es bei mir nicht? Hast du vielleicht Rückkehr der Jedi-Ritter falsch geschrieben oder so? Oh, ich habe nicht Ritter geschrieben. Oh mein Gott, ja gut. Ärgere mich so sehr, ich habe die Avengers nie gesehen. Das war das Leichteste sogar von denen, ne? Ich bin einfach slow. Ja, wenn man es kennt, dann ja. Wenn du es nicht kennst, dann. Ich habe bei Titanic ein bisschen gelackt. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe random Filme mal irgendwie. Jo, ich auch. Darauf klickt das bisschen. Hä, was ist das denn? Da erkennt man ja gar nichts. Titanic. Titanic bin ich gar nicht drauf gekommen. Also, ich muss ehrlich sagen, für meine Verhältnisse war ich relativ stark. Aber ich glaube trotzdem, dass ich am schwächsten abgeschnitten habe. Ja, werden wir gleich sehen. Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe 16. Oh, strong. Stark. Ich habe 10. Okay. Ich hab 19. Ich hab auch 19. Fuck. 19? Was? Ist ja komplett insane. Alter, ist ja wirklich krass. Ich bin so ein kleiner Filmhase und die meisten habe ich auch schon gesehen, aber ja, Krieg der Sterne, die Rückkehr der Jedi-Ritter ist mir dann doch zu komplex. Ja, das heißt, Brücki und Philipp kriegen 3 und 2, 5, 2,5 pro Nase. Ich krieg einen Punkt und Ryan geht diesmal leider wieder leer aus. Das nächste Quiz ist Fabel- und mythische Wesen-Quiz. Jetzt kommt, jetzt kommt Brückmann raus mit seinem Mythologiewissen. Ja, leider nicht. viel Glück. Einhorn. Ja, das ist ein Einhorn. Stark, wirklich. Nennen die unbeschriebenen Geschöpfe ein Pferd mit Horn auf der Stirn. Einhorn. Halb Frau, halb Fisch. Meerjungfrau. Pegasus. Ah, ist einfach ein Einhorn. Seht ihr, da fängt schon an. Halb Frau, halb Fisch. Meerjungfrau. Dieser weibliche Geist mit schrillem Schrei. Banshee. Stark behaartes Wesen mit großen Füßen in Amerika. Bigfoot. Cerberus oder so? Cerberus. Lateinamerikanisches Fabelwesen, das Blut von Vieh trinkt. Boah, das ist dieses Brut. Scheiße, eine Walking Dead-Folge heißt so. Daryl sieht das Vieh nämlich angeblich. Wie heißt das? Egal, lass mal weitermachen. Einäugige Riese, Zyklop. Halb Mensch, halb Pferd. Wie? Zentaurus. Also Zentaur. Medusa war eine. Göttin, oder? Medusa. War Medusa nicht die mit dem Schlangenkopf und Hexe? Nee. Was war Medusa? Kein Plan, eure Schlangenfrau. Schlangenfrau, ne. Medusa war eine Schlange. Medusa war eine Schlangenfrau. Naja. Orientalischer Geist aus einer magischen Lampe. Djinn? Genie? Genie? Wie schreibt man das denn? Djinn. Vogel, der aus seiner Asche wiedergeboren wird, ist der Phönix. Vierköpfiges, schlangenähnliches Ungeheuer. Hydra. Medusa war eine, nicht Naga, sondern Medusa war eine Gorgone. Eine Gorgo? Das ist hinten zwischen Seeungeheuer, der Kraken. Irischer Naturgeist, der ist Gold, Regenbogen sortet, ist ein Kobold. Kopf eines Stieres, Körper eines Menschen, Minotaurus. Kopf eines Stieres, Körper eines Menschen. Boah, fuck, wie heißen die Teile? Minotaure. Nee, schade. Werwolf, behaarter Schneemann, was? Körper eines Löwen, Kopf und Flügel eines Adlers. Hässliche Frau mit Flügeln. Halb Mensch, halb Ziegenbock mit Dauererektion. Okay. Vielköpfiges, schlangenähnliches Ungeheuer. Basilisk war jetzt was anderes, aber den musste ich jetzt mal eingeben. Sagenhaftes hinten der Kraken. Kopf eines Stieres, Körper, nicht der Zentaurus, sondern Minotaurus ist das. Minotaurus, ja. Behaarter Schneemann, Yeti. Körper eines Löwen, Kopf und Flügel eines Adler. Sphinx? Greif. Hässliche Frau mit Flügeln. Harpier? Halb Mensch, halb Ziegenbock mit Dauererektion. Satyr? Halb Mensch, halb Ziegenbock mit Dauererektion. The fuck? Zentaure. Und dann gibt's auch noch die. Naja. Schauen wir, dass ich das einen Blick töten kann. Riesige dumme Kreatur mit auffälliger Nase. Troll? So, halb Mensch, halb Ziegenbock mit Dauererektion.
Satyr ist es. Schlangenartiges Tier, dessen Blick töten kann. Mhm. So, ich glaube, das war Chupacabra. Oder das ist sogar richtig geil. Einäugiger Riese ist ein... Boah, mir liegt auf der Zunge. Wie heißen die Viecher? Fällt es nicht ein. Kopf eines... Das ist Minotaur. Minotaure, Taurus, Minotaurus. Halt, Mensch, halt Ziegen. Boah, Franzi würde das alles wissen. Das ist alles bei... hier, wie heißt dieses scheiß... ja, diese komische Serie da mit den Göttern und sowas. Hat Franzi geguckt letztens mit mir. Ich habe nicht aufgepasst. Medusa war eine Göttin. Keine Ahnung. Körper eines Löwen, Kopf, Flügel eines Adlers. Ja, kenne ich. Fällt mir gerade nicht ein. Wie heißt das Teil? Ah! Warte mal, Pegasus gebe ich jetzt einfach mal auf gut Glück an. Nein, geht's nicht. Okay. Riesige, dumme Kreatur mit auffälliger Nase. Zu sich halb Mensch, halb Ziegenbock mit Dauererektion. What the fuck? Hässliche Frau mit Flügel. Okay, keltischer weiblicher Geist. Weiblicher Geist. Dreiköpfiger Höllenhund. Wie hieß der? Brutus. Nein. Ist der Brutus? Nein. Wie ist dieser Höllenhund? Ja, das ist zu kurz, ja. Dass sie eine Dauererektion haben, wusste ich auch nicht. Schlangenartiges Tier, das einen Blick töten kann. Basilisk. Riesige, dumme Kreatur mit auffälliger Nase. Ogre oder ein Troll. Medusa war eine... Fuck, wie nennt man die nochmal? Die konnte man bei Heroes of Might and Magic doch die ganze Zeit auch machen. Medusa war, ne? Und das lateinamerikanische Fabelwesen, wie heißen die? Wendigo. Nee. Ist es ein Wendigo? Nee, ist kein Wendigo. Ist das Kraken? Okay, das haben wir noch. Behaarter Schneemann, habe ich gar keine Ahnung. Hässliche Frau mit Boah, halt, also das Ziegenbock liegt mir auf der Zunge. Medusa und ein Riese. Zyklop, Zyklop, Zyklop. Jawohl, okay. Und jetzt noch den Ziegenbock. Satyr vielleicht? Let's go. Riesige, dumme Kreatur mit auffälliger Nase. Das fällt mir nicht ein. Franzi, riesige, dumme Kreatur mit auffälliger Nase. Schnell. Medusa war eine. Troll. Und Medusa schnell. Gorgo. Yeti. Greif. Nein. Bei behaarter Schneemann? Harpje war noch dabei. Fuck. Banshee. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Cerberus. Ah, okay, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber okay, kennt man. Kenne ich gar nicht. Chupacabra. Wargo, sagt mir auch nichts. Hydra, ja, hätte man drauf kommen können. Greif, hätte man drauf kommen können. Harpie. Satyr, wäre ich nicht drauf gekommen. Troll, ja, das hätte ich auch noch. Ja, ein Basilisk, ja klar. Ich habe die ganze Zeit an nur ein Auge gedacht. Aber an den Basilisk, der einen versteinert, habe ich nicht gedacht. Ich glaube, das ist, also ich werde wahrscheinlich Zweiter werden. Ich glaube, ich bin ganz gut dabei, to be honest. Aber ich glaube, ich bin Zweiter damit. Ah, Gorgo, wäre ich nie drauf kommen. Nein, keine Kraken, Kraken. Chupacabra. Okay. Kraken habe ich übersehen. Ich habe übersehen, dass ich es nicht mehr reingeschrieben habe. Ich glaube, Philipp Westside hat mehr. Warum denkst du, dass ich mehr habe? Ein schlauer Bursche bist. Ja, ich habe auch einen Joker genutzt. Sag mal hallo. Hallo, Franzi. Nein, das ist doch nicht, das ist aber nicht fair, ne? Nein, ich habe einen habe ich erjokert, den werde ich aber gleich abziehen. Den Troll, den hätte ich nicht alleine gewusst. Den Chupacabra. Den wusste ich tatsächlich. Hä, woher? Weil bei Walking Dead eine Folge so heißt und Daryl dieses Vieh sieht. Da habe ich noch nie gehört in meinem Leben, noch nie. Aber Walking Dead? Können wir mal bitte drüber reden? Halb Mensch, halb Ziegenbock mit Dauererektion, what the fuck? Satyr. Ja, das mit der Dauererektion, das war mir auch neu. Wusste ich auch nicht, ne. Ja gut, komm, ich fange an. Ich habe leider Gottes wieder relativ wenig mit 13. Okay. Mhm. Ich habe mehr. Ich habe auch mehr. Schau. Okay, dann mache ich. Ich habe abzüglich des einen, der cheatet ist, 17. Brückmann. Ich habe mehr. Hast du mehr? Mehr? Ich auch mehr. Krass. Warum denkst du denn, dass ich noch mehr habe? Ich bin doch hier kein Mythologie-Pro. Mach du zuerst. Ich war mit 17 schon sehr confident. Ich habe Chupacabra, Gorgo und Kraken nicht. Ich bin bei 19. Ich bin mit 20. Und ich habe Basilisk und Chupacabra nicht. Krass, oh, der Brückmann, der... Ja, die... Doch die, gesagt, die das ist, da kommt er raus. Ja, die Farbe. Da denkst du, dass ich noch mehr habe, Brücki? Also, ja. Ich dachte, da überschätzte halt mich. Also aus Games und so kennt man halt vieles, oder? Aber also, ich zock doch nur League. Ja, und ja. Ja, auch wahr. Naja, Brück kriegt 3, ich krieg 2, Philipp kriegt 1. Ryan geht leer aus. Commander Brückmann übernimmt die Führung übrigens, oder? Da kann man mal klatschen. Noch nicht, nee. Oder wir haben die Punkte noch nicht verteilt, oder? Ah, okay. Wir haben die Punkte schon verteilt, sowas meinst du. Ach so, na gut. Ja. Sind schon drauf. Okay, Brück ist aber knapp dran. Ja, jetzt haben wir Vornamen in Songtiteln, also ist alles gut. Das stimmt, ja. Flo weiß ja, wer mich klein hält, künstlich. Ja. Flo hat irgendwie so eine Fehde gegen dich, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, wir gehen rein. Vornamen in diesen englischen Songtiteln. In the Sky by the Beatles. Love in the Sky keeps on turning. Nein, Louis Prayer by Danny Wilson. Was muss man finden, den Vornamen in diesen englischen Songtiteln? Marcel's Prayer. The Elephant by Norman. The Elephant. Mulligan.
Nina. The Stripper by Chris de Burr. Paul. Peter. Lucy in the Sky by the Beatles. Prayer by the by Danny Wilson. Ja, auf jeden Fall. The Elephant by Toy Dolls. Keine Ahnung. Mulligan by Ed Sheeran. The Stripper by Chris de Burr. Help Me. Roxy bei Beach Boys. Finde ich vorne, ich kenne nichts. Ich kenne legit nichts. Hey There Delilah kenne ich. Ja, das war's dann auch. Betty. John. Jack. Louis. Bill. Will. Willy. Harry. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja so scheiße. Oh, da bin ich wieder ganz schlecht. Bald kommt der Rage Quit. Nein, überhaupt nicht. Gibt's dann eigentlich eine Teilnahmeurkunde? Nö, mitmachen, dabei sein ist alles, so nach dem Motto. In the Sky, Laila, Laila in the Sky. Ach, da ist sogar ein Buchstabe dabei, Laila, oder? Laila, wie schreibt man die? Laila, Lisa? Ist doch Laila in the Sky, oder nicht? Prayer, oh Gott, da bin ich ganz schlecht in sowas. Alter, Paul the Stripper, nein, was? Ich gebe jetzt einfach irgendwelche Namen ein, Alter. Lisa, Lara... Richard, Alter, ich weiß es nicht, Alter. Simon, Living Next Door to Agatha. Hey there, Dennis. Hey there, Donnie. Hey there, Dieter. Baby Jane. Oh. Dirty Dan. Yeah. Dirty Dominic. Dirty Detlef. Boah, ist das schlimm. Hola, Rhonda. Nee, Help Me Rhonda. Okay, Help Me. Ja, Help Me Rhonda kenne ich sogar. Whole Lotta. Bei ACDC, was war das nochmal? Wake Up Little Steven. Keine Ahnung, Mann. Call Me Andrew. Call Me Andy. Call Me Alex. Call Me Al. Okay, ja. Paul Simon. Das habe ich nicht gesehen. Da gibt's einen Tipp. Michael's Prayers. Mitch. N. Nina. Was gibt's hier für einen Vornamen mit N? Rick. Rock. Ralf. Wake Up Little. Call me a boy named Steve. Come on, Eddie. Dirty Dan. Dirty Dan. Baby J. Living next door to Alice. Hä? Lol. Call me Alice. Okay, das ist easy. Den hat ja dann jeder, wenn man Alice hat. Geil. A boy named Simon. Gar nichts, Alter. Come on, Eden. Ich hab nichts. Dirty Diana. Okay, die kenne ich. Baby... Joel? Nein, Baby Joe? Wird auch null wissen. Hey there, Delilah? Delilah, ja, okay. Dex's Midnight Runners. Come on, Eileen. Come on, Eileen. Da, 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 da. Dirty. Schon wieder Michael Jackson. Ich kenne die Songtitel nicht. Dory. Keine Ahnung, Mann. Living Next Door to Adam. Gibt es irgendwas an? Ich weiß es nicht. Alfred, nein. L! Okay, jetzt habe ich drei schon zumindest. Besser als gar nichts, ne? Pete kann ich mir vorstellen. Peter. Paul habe ich schon eingegeben, ne? Paul. Alter, wake up little Sue. Aha. A boy named Sue. Riley. Max. Richie. Ronald. Alter, ich gebe jetzt einfach nur meinen Namen, ey. Ich habe keinen Plan. Baby Jane bei Rod Stewart. Hey there, Delilah. Da, 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 da. Living next door to Alice. Eileen mit A. Andrea. Andreas. Axel. Alice. Einfach nochmal Alice angegeben. Diesmal hat es gepasst. Margot. Lily. Louis. Keine Ahnung. Nee, mehr kriege ich nicht. Drei sind okay, Leute. Vielleicht will ich letzter mit. Mal gucken. Scheiße. Musik ist sonst immer meine Richtung, aber hier gar nicht. Lucy. Hatte ich Lucy nicht eingeben? Mary, Nancy, Patricia, Rhonda, Rosie, Sue, Eileen. Na gut, da wäre ich auch nach ganz langer Rat nicht mehr drauf gekommen. Diana, Delilah, Lucy, Mary, Nelly, Nancy, Patricia, Rhonda, Rosie, Susie, Al, Sue, Eileen, Alice. Geiles Quiz, Flo. Geiles Quiz. Das hat ja wirklich ultra... gemacht. Lucy hätte man noch eingeben können. Mary Prince. Oh Gott. Ich habe gerade gleichzeitig mit dir Ron gesagt. Eileen. Rhonda. Oh mein Gott. Help me, Rhonda. Okay, das sagt man sogar was. Susie. Rosie.
Patricia, Nancy. So bad. Mann. Ich hole mir jetzt nochmal meine 0 Punkte ab, damit wir auch gleich. Ja. Glaub mal nicht. Ich glaube, da bin ich auch ein Kandidat dafür. Unterschätzt aber nicht. Dirty Dieter zum Beispiel hat nicht funktioniert. Unterschätzt das, Mann. Was hat nicht funktioniert? Dirty Dieter hat nicht funktioniert. Dirty Dirk. Ja, Dirty Dan eingegeben. Dirty Dan. Ich fange sehr gerne an. Ich habe einen. Oh, einen. Das, die Leila, oder? Das ist krass. Nee, ich habe Jane. Jane? Erraten oder kanntest du? Verraten. Dann mache ich weiter. Ich kannte 2, aber ich habe 3, weil ich habe Alice eingeben wollen und dann kam L von Paul bei oben einfach automatisch. Nice. Also L kam bei mir auch automatisch, aber mit L habe ich dann 4. Ah, oh, shit. Ja, dann habe ich euch weggesmurft tatsächlich. Also ich kannte auf jeden Fall Lucy, Delilah und Eileen. Aber ich hab Rhonda, Alice, Jane, Eileen und L erraten. Nee, Eileen hatte ich. Ich habe 7. Ja, ich krieg 3 diesmal. Philipp kriegt... Nee, warte, wie viel hast du, Ryan? Ryan hat, glaube ich, mehr als ich. Du hast 4, ne? Dann kriegst du 2. Philipp kriegt 1 und Brückmann kriegt diesmal 0. Ist ja wirklich Brücke einfach klein gehalten worden jetzt. Ja, ich glaube, hier ist eine große Verschwörung im Gange. Nächste ist Deutsche Filme 2 übrigens. Ach, nicht Deutsche Filme. Deutsche Filme sind so scheiße. Ohne Witz. Wenn ein Til Schweiger-Film dabei ist, dann sollte sich ficken gehen. So, ich sag's, wie es ist. Aber hey, können wir mal an der Stelle sagen, dass Dark eine richtig geile Serie ist? Eine deutsche. Das ist aber eine Serie und kein Film. Ja, gut, aber trotzdem. War ich überrascht. Deutsche Produktion. Das ist echt gut, ja. Wollen wir rein? Ich finde, deutsche Filme klingen schon immer so richtig cringe. Ich finde, wenn Filme nicht nachsynchronisiert sind, also wenn... So deutsche Produktion klingt einfach direkt scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann nicht sehen, ob ihr was wisst, was ich meine, weil ich den Chat so... So, er ist wieder da, ist das Erste. Opel-Kultfahrzeug. Ist das nicht einfach Manta Manta? Ein Schritt wird als Schüler verkleidet im Gymnasium eingeschleust, um Versäumtes nachzuholen. Die Kaiserin wird von einem Yeti entführt. Was? Sissy, wilde Kaiserin oder sowas? Ist wahrscheinlich so eine Comedy-Scheiße, oder nicht? Oder ist das nicht so Sissy? Die wilden Jahre einer Kaiserin? Schade. Das kann doch Porno sein. Nein, ist doch egal. Schriftsteller wird als Schüler verkleidet in ein Gymnasium eingeschleust, um Versäumtes nachzuholen. 1944, 1970, ja. Gut, da bin ich raus, ne? Österreichische Kaiserin wird von einem Yeti entführt. Bro, was? Yeti. Hä? Dokumentation über das Musikprojekt des Gitarristen Ry Cooder mit kubanischen Musikern. Das wird eine 0-Punkte-Runde. Okay, 7 Freunde beschließen... Ja, die 7 Freunde heißt das nicht so? Nein, die 5 Freunde, oder wie? 7 Freunde, was? Keine Ahnung. Das ist 19, ich habe in den letzten Jahren keine neuen Filme gesehen. 7 Freunde beschließen beim Abendessen alle Eingehenden. Okay. Von einer Frau betrogen, zieht Julius den falschen Namen einer Liebhaber ein und versucht zurückzugehen. Hat sie 85? Kein Plan. Ich schaue leider viel zu wenig Filme für sowas. Ein pensionierter Musiklehrer besucht seine Tochter in Bukarest und wirbelt in seiner Verkleidung deren Leben durcheinander. Was sind das für Quizzes? Ein psychisch kranker Soldat lässt sich aus Geldnot für Experimente einsparen und unter anderem eine Erbsendiät und wird von seinem Umfeld betrogen und erniedrigt. Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotti. Ach, das hier Traumschiff Surprise. 7 Freunde beschließen am Abend den alle eingehenden anderen. Was? Hier Traumschiff Surprise. Film steht da die Entstehung. Scheiße, den kann ich auch, den Film. Aber wie heißt der? Ein 9-jähriges Mädchen leidet unter unkontrollierbaren Wutausbrüchen, wird einem Anti-Aggressionstrainer zugewiesen. Bubi Brumboss? Ist das einfach hier die 7 Zwerge oder was? Nee, keine Ahnung. Der Film schildert die Entstehung und die Aktion der linksextremistischen Terrorgruppe RAF. Rote Armee-Fraktion, der Film. Keine Ahnung, Rote Oktober. 2008, ein Film über die RAF. Boah, kein Plan. Jüdische Familie flieht vor dem NS. Regime nach Kenia. 2001. Ich kenne wirklich keinen dieser Filme. Als er von seiner Freundin aus der Wohnung geworfen wird, zieht Axel bei zwei schwulen Bekannten ein. Keine Ahnung. Gott, weißt du, bei sowas bin ich schon raus. Captain. Ach! Mr. Deutsche Filme, ich bin ein Idiot. Traumschiff Surprise. Lol. Wer lesen kann, ist gleich im Vorteil. Surprise. Traumschiff Surprise. Das heißt so. Oh, war der wegen dem R jetzt oder wie? William Vogt, bis jetzt kein Plan. Jetzt war ich kurz davor, komplett zu eskalieren. Den habe ich 3-mal im Kino sogar gesehen, den Film. Ein Boulevard-Reporter wird zu Sozialstunden im Kindergarten verurteilt. Ah, Boulevard-Transporter, Transporter-Reporter, nein. Gefälschte Hitler-Tagebücher, nein. Umschild die Entstehung und die... Oh, RAF, war das nicht Bader-Meinhof-Komplex? Ja, sehr geil, wenigstens was. Jetzt versuchen wir mal die scheiß Til Schweiger-Filme.
Türkisch für Anfänger, das ist aber keine Zwei-Ohr. Nee, kein Ohrheilersen heißt das, ne? Ja, war klar. Ich hasse fucking Tischweiger. Zwei-Ohr-Küken. Opel-Kultfahrzeug. Ist das nicht das, wovon es jetzt auch ein Remake gab? Aber wie hieß die Scheiße? Wilhelm Volk besitzt ein Rathaus bei Berlin. Klingt nach einem kranken, coolen Film. Ein Boulevardreporter wird zu Sozialstunden im Kindergarten verurteilt. Hier, kein Ohrhasen, wie das Ding heißt. Kein Ohrhasen. Oh mein Gott, das ist überhaupt weiß. Das ist so cringe, Mann. Gefälschte Hitler-Tagebücher. Der Film stellt die Entstehung und die Aktion der linksextremistischen Terrorgruppe RAF. Ist das der Bader-Meinhof-Komplex? Oder ist es eine Serie? Nee. Als er von seiner Freundin aus der Wohnung geworfen wird, zieht Axel bei zwei schwulen Bekannten ein. Ein jüdischer Familie flieht vor dem NS-Regime nach Kenia. Böhmischer Hundehändler und behördlich anerkannter Idiot wird uns in die Armee angezogen. Fernsehreporter schleust sich als Aushilfslehrer in einem Gymnasium und spielt drei. Keine Ahnung, die Welke, die Welle oder die Wolke. Ist auch nicht dabei. Bubi, Brumbos, Claudi, Chaco, Sunny, Speedy und Cookie tragen Zipfelmützen. Die Zwerge. Sieben Zwerge. Männer allein im Wald, ja. Den habe ich auf DVD gehabt, ne. So oft geguckt, den Film. Ja, aber ansonsten bin ich raus, glaube ich. Bubi? Das war der Bubi? Hier, sieben Zwerge. Sieben Zwerge. So, na, immerhin war's. Opel-Kultfahrzeug, eine Minute noch. Das ist doch die, wie hieß das, sieben Zwerge? Männer allein im Wald oder sowas, ne? Die sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Let's go. Opel-Kultfahrzeug war... Gott, dieser Scheiß ist auch mit Til Schweiger, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die Scheiße. Manta oder so? Ja. Da haben sie nämlich jetzt ein Remake von gemacht, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich irgendwo gelesen. So, der Rest, keine Ahnung. Den hier müsste ich auch noch wissen. Aber wie hieß der? Ich habe was im Kopf, aber wenn es nicht das ist, dann ist es voll... Nee. Komm, scheiße, ich gebe jetzt einfach ein. Der Bader-Meinhof-Komplex. Let's go. Den habe ich in der Schule mich geguckt. Aber wenn das jetzt falsch gewesen wäre, wäre es übel peinlich gewesen. Mehr kriege ich aber nicht hin. Wie heißt wohl der andere Til Schweiger-Film, den es wahrscheinlich gibt? Schloch. Das ist es nicht. Bubi, Brambos, Claudi, Chaco, Sunny, Speedy und Cookie tragen Zipfelmützen. Die sieben Zwerge. Die wilden Kerle. Ach, warum macht man... Was ist das für ein kringeliges, absolut abgefucktes Scheißquiz, Mann? Weiß ich nicht. Am Limit. Axel ganz nah. Single. Social Media. Ohne Grenzen. Liebe. Hass und Tod. Die Sonne scheint. Hell und dunkel. Fußball ist das ganze Leben. Der Bader-Meinhof-Komplex. Ja, ups. Kenne ich ja sogar. Lissi und der wilde Kaiser. Okay, ja. Manta, der Film. Also Manta. Aber Manta hat nicht gezählt. Aber ich hätte Manta, der Film eingeben müssen, ja. Okay. Manta, noch nie gehört. Lissi und der wilde Kaiser. Ja, okay. Hätte man drauf kommen können. Buena Vista Social Club. Nein. Fake the Game is no. Männer. Tony Erdmann. No. Erdmann. Wojciech. Hauptmann. Kenne ich alles nicht. Was? Oh, kein Ohrhasen. Ja, okay. Da hätten wir schon den Schweigerfilm. Feuerzangenbowle. Ah, gut. Lissi habe ich da so eingegeben. Und der wilde Kaiser aber noch. Männer. Krank. Toni Erdmann noch nie gehört. Wojciech noch nie gehört. Der Hauptmann von Köppen noch nie gehört. Stonk noch nie gehört. Okay, den Rest habe ich noch nie gehört. Also Männer habe ich auch schon mal gehört. Den Film, glaube ich. Aber sonst. Feuerzangenbowle hätte ich noch drauf kommen können. Aber ich habe Feuerzangenbowle auch nur ein einziges Mal geguckt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich lese es nicht mal durch. Ist mir scheißegal. Ich lese es nicht mal durch. Ist mir einfach scheißegal. Oh mein Gott. Der hat die sieben Zwerge nicht genommen. Man muss dazu schreiben, Männer allein im Wald. Wer ist der Quizersteller? Lele 20. Ich meine es nicht böse. Aber vielleicht warst du auch ein bisschen zu oft allein im Wald. Und dann steht in meinem Chat, sieben Zwerge hätte gereicht. Dein Problem war es, dass die sieben Zwerge... Bin ich drauf gekommen, aber er war dabei, der Schweigerfilm. Er war dabei. Sogar mehrere, oder? Ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele, aber einen... Kein Oasen habe ich auch nur erraten einfach, weil ich dachte, da muss ein Tischweiger-Film dabei sein. Und Manta Manta ist doch mit Tischweiger, oder? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja, aber trotzdem hole ich mir jetzt wieder die 0 Punkte, alles gut. Wie viel hast du denn? 4. Ich war auch 4. Ehrlich, ich habe 5. Let's go, ich habe 6, wichtig. Oh, aber wie knapp immer. Ich denke mir immer so 4 von 20, ich bin am Arsch und dann... Ja, die ganzen Filme von 1980 so... Kein Plan. Der Bader-Meinhof-Komplex hat mir den ersten Platz gesichert. Schön im Geschichtsunterricht damals geguckt. Ich und Ryan kriegen 0,5, Rückmann kriegt 2 und Philipp kriegt 3. Nächster Quiz ist die Länder mit Grenzen in 90 Sekunden.
Okay, rein. Rein. Oh mein Gott, 90 Sekunden. Das heißt, wenn ich ein Land eingebe, dann werden alle Länder außenrum mitgenommen quasi. Muss man quasi schnell sein. Russland, Deutschland, Griechenland, USA, Bolivien, Panama. Ach, einfach Land. Ach was. Okay. Peru, Chile, Venezuela, Kuba. Ach nee, okay, warte mal. Dann haben wir, Deutschland ist sehr zentral. Deutschland, oder jetzt, ich stress hier, ne? Warum geht Mangula in Indonesien, Kolumbien, Peru, scheiße, Argentinien, Polen, ist gut, ne? Estland, Finnland, Deutschland, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Russland, China, Indonesien, Australien, Warum zählt Australien nicht? Hä? Okay, Kongo, Südafrika, USA, Mexiko, Panama, Argentinien, Südafrika, Demokratische Republik Kongo, Niger, Elfenbeinküste, Nordkorea, Indien, Saudi-Arabien, Iran, Indonesien, Tschad, Somalia, Schweden, Spanien, Südafrika, Afrika, Arabische Emirate, okay, Papua Neuguinea, Dänemark, Frankreich, Kenia, Zimbabwe, Algerien, USA, Namibia, Kongo, Indien, Saudi-Arabien, Brasilien, Mazedonien, Indien haben wir schon. Südkorea, Spanien, Portugal, ach, warum nicht? Ägypten, Italien, Österreich, Finnland, Ghana, Tunesien, was gibt's denn noch? Elfenbeinküste, war da oben noch nicht, Irland. Also war schon durch, Scheiße! Okay, die Zeit hat mich komplett auf Guard gecatcht. Ägypten, Schweden, Österreich haben wir schon, Rumänien, Italien, Portugal nehmen wir mit, UK, Großbritannien, Kuba, Haiti, Panama, Venezuela, Jemen, die haben wir schon, Angola, ach fuck, naja, egal. 120 von 157. Iran, Kroatien, Griechenland, Taiwan, du kleine Fotze, deiner Hurensohn. Südkorea, das hätte ich noch reinballern müssen, Leute. Da wären noch Länder drin gewesen. Sonst bin ich ja nicht ganz happy, so. War kein schlechter Try. Kongo, Libyen, Westsahara, Ukraine. Oh, was? Ich schreibe das alles auf einmal rein. Ukraine. Shit. Ich habe das nicht rausgelöscht. Ich bin voll im Stress hier. Was war ein cooles Quiz, muss ich sagen. Fand ich gut. Aber irgendwas war komisch. Ich habe zum Beispiel Deutschland eingegeben und dann konnte ich Österreich eingeben und habe trotzdem noch einen Punkt bekommen. Ja, weil du die Länder um Österreich dann aktiviert hast und da war halt eins dabei, was du noch nicht hattest wahrscheinlich. Das ergibt Sinn. Man musste quasi taktisch Länder so setzen, die viele Grenzen haben. Australien ist einfach kein Land, oder was? Weil es keine Grenzen hat. Nicht verstanden. Stand oben nur Länder mit Grenzen und Seeweg oder das See war keine Grenze. Ich habe Kuba zum Beispiel auch probiert, aber ging nicht. Ja, ich auch. Kuba ging nicht. Ja, ich glaube, ich bin nicht so gut gewesen. Ich war ein bisschen langsam und habe dann ein bisschen verpeilt die Zeit. Ich habe 116. Finde ich schon 116. Eigentlich gar nicht schlecht. Scheiße. Ich habe 110. Okay, Ryan, dann kommt es auf uns an. Ich habe 86. Ich habe 120. Ich krieg 3, Philipp 2, Brücki 1 und Ryan 0. Ja, das nächste ist erstmal Hogwarts und Schulfilm. Jawohl, jetzt können wir sofort zum letzten kommen, oder? Okay, geil. Keine Ahnung, Mann. Botanik? Verteidigung,
gegen die dunklen Künste. Besenfliegen. Alchemie. Weil hier Tränke. Trankbrauen. Tränke brauen. Brauen von Tränken. Mann, wie heißt denn das? Alle Schulfizieraten, die in Hogwarts gelehrt wurden. Expectus Patronum. Zauberei. Hexerei. Gravitation. Objekte bewegen. Feuer. Eis. Wasser. Elementarkunde. Verzauberung. Scheiß drauf. Okay, Hogwarts. Da bin ich eigentlich gut. Ich bin Harry Potter Fan. Auch wenn J.K. Rowling kacke ist. Die doofe Frau. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Zaubertränke. Kräuterkunde. Fuck, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch, Mann? Wahrsagen. Dann haben wir Zaubertränke. Wenn, was? G? Habe ich jetzt ernsthaft mit G geschrieben? Lol. Verwandlung. Quidditch? Ist das ein Flugstunden? Hä? Ist doch ein Fach auch. Okay, pass auf. Ich wegen dem Stress. Jetzt kriege ich Stress. Astrologie. Wahrsagen. Okay, Wahrsagen. Wie? Wahrsagen, Astrologie. Okay. Fantastische Tierwesen. Dann haben wir Botaniker. Botanik. Pflanzenlehre. Pflanzenwesen. Keine Ahnung. Zeichen. Ich habe gar keinen Plan. Geschichte der Zauberei. Zählt Besenreiten als Fach? Fliegen? Nee. Scheiße. Verwandlung. Arrhythmie oder so gab es, glaube ich, noch. Fuck mal, gab's das? Arrhythmie? Nee, wie hieß das? Was Hermine gemacht hat. Hagrid, Pflege magischer Geschöpfe. Agent Runes. Ich kenne es auf Englisch nur. Agent Runes. Alte Runen. Fuck. Oh, das ist so bodenlos. Weil ich Stress hab. Ich bekomme Stress und dann weg. Alles weg. Geschichte irgendwie, aber Zaubereigeschichte. Zaubereigeschichte. Hey, come on. Duellieren. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Scheiße. Kochen. Kochkunst. Zukunft vorhersagen. Geschichte. Magiegeschichte. Trankbrauen. Brauwesen. Braulehre. Tranklehre. Aber wie soll man die denn nennen? Wahrsagen haben wir. Pflege magischer Geschöpfe haben wir. Zauberkunst. Ja. Verwandlung haben wir. Scheiße, was haben wir noch, ey? Ich glaube, mehr kriege ich nicht zusammen. Fuck. Da habe ich zu wenig. Ey, ich bin am Arsch. Zauberkunst, Dunkelkünste, Astronomie, Geschichte. Geschichte der Zauberei. Ich habe Zaubereigeschichte angegeben. Muggelkunde, Arithmantik. Besenflug. Habe ich falsch formuliert. Pflegemagische Geschöpfe hätte ich draufgekommen. Kräuterkunde, da hätte ich draufkommen müssen. Quidditch. Aber Quidditch stimmt eh nicht. Es sind Besenfliegen. Verwandlung, Zauberkunst, Zaubertränke, Verlängerung der Dunkelkünste, Astronomie, Geschichte der Zauberei. Muggelkunde, Vasa. Ich hätte davon ein paar haben können, aber es ist mir auch einfach scheißegal. Ich muss sagen, es ist mir auch einfach scheißegal. Die letzten Quizzes sind alle nicht meine Welt. Dunklen Künste, ja, Licht aus und an. So wie ich Elektriker gelernt habe, haben die da gelernt, halt nicht dafür aufstehen zu müssen. Wahrsagen, Kräuterkunde, Verwandlung, Zauberkunst, Zaubertränke. Ja, dunkle Künste. Weiß ja sogar, was ich ungefähr schreiben will, aber ich weiß halt nicht, was ich genau hinschreiben muss. Denn die Zeit ist halt mega knapp. Muggelkunde? Besenflug, ja, okay. Dunkle Künste als Fach. Astronomie, okay, alte Runen, Arithmatik und Astronomie. Aber Muggelkunde, wann wird denn das mal erwähnt in den Büchern? Ey, das ist doch eine Schweinerei. Also ich habe alle Bücher gelesen, aber ich habe nicht einmal von Muggelkunde gehört. Muggelkunde. Muggelkunde. Also ich habe die alle, also jetzt im Nachhinein, ich habe sie alle gekannt, sage ich jetzt mal. Aber ich krieg Stress, ich sehe den Timer und ich denke mir, das gibt's nicht. Mir fällt nichts mehr ein, Alter. Und Quidditch hat er nicht gezählt. Besenflug. Ja, da habe ich auch Fliegen eingegeben. Das haben die doch auch nur einmal oder so. Ja, sagt ihr jetzt mal, jetzt will ich es für mich mal spannend halten. Ich habe 8. Okay, stark. Boah. Ich habe 0. Wirklich? Ja. Nicht mal verteidigen gegen die dunkle Künstebrücke. Ist quasi Muggelkunde. Ich hab nie Harry Potter geschaut. Dann habe ich ja den zweiten Platz belegt mit 5 Punkten tatsächlich noch. Stark. Ja, Philipp 3, Ryan 2, aber ich 1, Brückmann. Haben die okay, wir machen das letzte, Brückmann, wie gewünscht. Dankeschön. Lass nicht früher. Das letzte ist natürlich wie immer Bilder nach Buchstaben. Diesmal haben wir V. Da muss Voldemort jetzt vorkommen, sonst bin ich traurig. Okay. Voldemort wäre jetzt richtig gut. Okay. Vanille, Vesuv. Scheiße, bin ich muted? Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich. Venezuela.
Oh ja, das meinte ich genau. Und nicht Vietnam. Volvo. Ja, VW. Kein Volvo. Vietnam. Vieh. Vespa. Veilchen. Versailles. Venus. Venezuela. Venedig. Hatten wir bei auch schon mal. Aber ich hab's natürlich wieder das meiste vergessen. Es sieht aus wie eine Victoria. Venezuela. Vinyl. Villa. Bier. Venedig. Veilchen. Ulva. Zur Venus ist es. Das ist ein Vieh. Das ist eine Vespa. Das ist. Okay. Venus. Ja. Veilchen. Das ist Venedig. Das ist Königin Victoria. Das ist wahrscheinlich Venezuela. Das ist Vinyl. Vinyl. Villa. Vier. Okay, bis jetzt ganz stark, aber ich befürchte, dass die anderen auch stark sind. Wir fehlen nur zwei. Das hier ist noch Venedig? Verona oder sowas? Da oben ist Versailles, oder? Nee. Hä? V? Volkswagen. Ah. Ja, wie die bei... Ist das hier nicht Versailles? Schreibe ich das falsch? Keine Ahnung. Mann. Frauenname mit V. Veronika. Verona. Keine Ahnung, to be honest. Volkswagen. Bezierung. Vinaigrette. Sorry, was zu essen. Was bist du? Was ist das? Da beiß ich mir echt in Arsch, wenn ich das nicht weiß. Das kann man wissen. V. Was soll das sein? Ein Saal, ein Fest, ein Was ist das? Ach! Nee, doch nicht. Was ist das? Village? Nein. Ich glaube, ich muss mich mit 13 zufrieden geben. Frauennamen mit V. Vicky. Vanessa. Boah, was gibt's denn für Frauennamen mit V? Verena. Victoria? Let's go. Ich habe es zwar falsch geschrieben, aber es zählt. Aber was ist das? Vatikan. Voll goldener Raum. Veranda. Also lässt halt eh wieder alle gleich. Also ich werde mit 14 nicht gewinnen, leider. Naja, scheiß drauf. Versailles? Ach, scheiße. Aber das ist doch Versailles, oder nicht? Ich weiß nicht, wie man Versailles schreibt. Vesuv? Keine Ahnung, noch nie gehört. Fuck my life. Habe ich das nicht? Come on, Alter. Bitte. Valhalla, das ist nicht Valhalla, ne? Das ist einfach nur eine Villa. Das ist nicht Valhalla. Und 4. Das war easy, das Quiz. Und das hätte ich auch, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon komplett gelöst. Das hatten wir nämlich schon. Bin mir sehr sicher. Das war eins der ersten, die wir gemacht hatten. Ich glaube, das ist nicht so akkurat, wenn du da im Channel guckst, Flo. Weil wir das anscheinend manchmal irgendwo anders rumgeschickt haben. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber bei Vesuv wusste ich schon, das habe ich schon mal gesehen, das Bild. Aber das, ich bin mir sehr sicher, dass ich das kenne. Gibt halt nur 26 Buchstaben. Das ist ein guter Punkt, ne? Und wir haben auch schon 26 Quizduelle, mindestens. Das kann gar nicht sein. Das geht tatsächlich gar nicht, Flo, weil das ist Quizduell 27 oder 28 jetzt, glaube ich. Wir haben alle Buchstaben eigentlich schon durch. Also müssen alle Buchstaben durch haben mittlerweile. Wenn du neue willst, bekommen wir das hin, Chat, oder? Ja, Chat, wenn ihr, oder YouTube, wenn ihr uns helfen wollt, neue coole Quizzes zu spielen, so, bei jetbank.com anmelden, selber ein paar Quizzes spielen, dann kann man selber welche erstellen, wenn man genug Level hat und dann gerne Quizzes machen. Junge, ich bin mir sicher, dass wir schon mal Versailles oder so eingeben mussten und ich da auch das S vergessen habe. Alter, ich hab 50 verschiedene Schreibweisen von Versailles ausprobiert, aber ich hab's nicht geschafft. Warum sind die Franzosen auch so komisch? Das fragen wir uns alle. Das stimmt. Weil nicht, ob ich mich als Österreicher da jetzt so weit aus dem Fenster lehnen würde. Halt, stopp. Philipp, ich glaube, wir hatten das schon mal, ne? Ich kann mich auch sehr düster erinnern. Ich kann mich auch so ein bisschen dran erinnern. Ich weiß genauso, dass ich, glaube ich, genau an den gleichen zwei Sachen gestruggelt habe. Bei mir auch. So, aber da wird jetzt nichts irgendwie wieder weggemacht, weil da war ich gut, okay? Wie viel hast du denn? Ich habe 13. Philipp? 15. Brücki? 13. Okay, ich habe 15. Ey, aber was ist hier los eigentlich? Jetzt räume ich da ab, 13 von 15 Punkten und ich bin einfach letzter, Alter. Ja, bei den Quiz hat irgendwer immer alles. Das ist immer so. Ja. Das ist Gesetz. Ja. Schlimm. Bilder nach Buchstabe ist... Wobei, beim letzten Mal war Bilder nach Buchstabe echt schwer. Gut, ich krieg 3, Philipp kriegt 2, Brücki und Ryan kriegen 0,5. Das heißt, sind jetzt am Ende. Ryan, erstes Mal mitgemacht. Aber trotzdem letzter Platz mit 10 Punkten, kann man nicht ändern. Trotzdem cool, Nö, dass du dabei warst. Aber es war sehr schön. Ich hatte Spaß. Ja, fand's auch cool. Brücki war gefährlich nah am ersten Platz dran diesmal, aber wurde am Ende vom Flo sabotiert. Das 21 auch Punkte sagen, auf dem dritten Flo. Platz. Ja, aber du warst echt 0,5 Punkte warst du dran, so in der letzten Halbstunde. Genau. Und dann hat Flo gedacht, jetzt geil, Musik. Let's go.
Und dann Harry Potter. Ich habe 24 und Philipp ist der schlauste Mensch der Welt der Woche. Ein weiteres Mal. Endlich mal wieder. 29 Punkten. Ein Meisterwerk vom Steinkopf quasi. Danke, danke. Ja, klatsch ich einmal. So, Vater kann dann irgendwie so Klatschen reinmachen und dann kann er auch eine coole Feuerexplosion mit reinmachen. Genau. Und so ein Gorilla, der so durchs Bild läuft. Ja. Jetzt. Und mir gratuliert mit Voice AI. So, danke, ja, Kutscher. Genau. Danke, Kutscher. Gratulieren. Ich bedanke mich. So ein Abwehr, also danke, danke, Kutscher. Ja, Ronny, wenn das nicht drin ist, dann. Gefeuert. Dann müssen wir dann. Feuer. Danke, Kutscher. Muss er nicht reinreditieren. Danke. Perfekt. Perfekt. Ja, geil. Einfach hier vom Burki nehmen, gratuliert mir auch ein Affe. Ja, ich entlasse euch, Burki ist ja müde. Bis zum nächsten Mal, ja?